Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Gothic 1. Im letzten Part sind wir hier in den Schleifertempel eingedrungen. Wir haben den Schleifertempel hier ein bisschen erkundet, haben ein paar schon zwei untote Orkschamanen besiegt, die uns ihre Schwerte gegeben haben. Und wir sind auf Seite geht, dann wir das Folge hier in der Falle gestorben sind. Ja, weil da Spikes rauskamen. Ich versuche mal von hier rauf zu schießen. Das hat funktioniert. Zack, das sind Spikes. Hier sind ja so viele Tote. So. Deswegen auch die Zeichen an den Wänden. Die Frage ist jetzt aber, was hat es geöffnet? Nur halt Geräusch auf jeden Fall. Was passiert hier? Aha. Wie soll ich das bitte hier? Ja, ich denke mal, wir überleben das hier, oder? Jetzt ist es zumindest jetzt auf. Auch da ist wieder so eine... Oh oh. Oh oh. Hier weg. Puh. Raus aus der Todesfalle. So. Neue Fackel. Neuer Speicherstand. Und dann schauen wir mal. Was ist hier erwartet? Ja, hier können wir wieder lustig Schalter drehen. Es gibt aber auch einen Spawner, der uns wahrscheinlich töten soll. Da oben haben wir zwei Zielscheiben. Es sind auch drei verschiedene Farben, aber ich habe bisher noch keine Kombination irgendwo gesehen. An der Wand. Vielleicht gab es da oben eigentlich eine Tür, jetzt habe ich nämlich gar nicht geguckt auf der Seite. Der gelaufen mit kein Blab da oben jetzt eigentlich noch mal eine Tür war. Nee. Okay, es scheint eine Kombination zu geben, aber die kennen wir noch nicht. Zumindest habe ich die nirgends erblickt. Hier ist auch keiner an der Wand. Jetzt könnte sie hier random irgendeinen Schalter drehen natürlich, aber ich könnte auch diese Dinger da oben abschießen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich würde sagen. Tödlich ist wahrscheinlich alles, Ding. Okay, die Kombination ist rot, gelb, blau. Rot, gelb, blau, okay. Das geht jetzt auch, okay. Da wo der Gorda vorstand. Aber da geht's dann weiter. Okay. Dann würde ich mal sagen. Speichern. Schauen wir mal, was uns hier wartet. Wahrscheinlich noch ein paar Templer. Nicht.
einmal in den Staub getreten. Auf ein neues! Da kommt der fanatische Templer. Da haben wir was zu rauchen dabei. Das ist jetzt alles leer. Ich glaube, wie lange es dauert. Leer ist leer. Karox nehmen wir mal mit. Wieder mehrere Wege, die wir gehen können, ey. Wir machen uns bis zu viele Wege. Von Ihnen, von allem etwas. So. Du Wurm greifst mich an? Na warte! Ah. Oh. Weil die Jungs, ey. Scheiße, es ist hier riesig. Oh, blocken können sie auch noch. Okay, ja. Nicht mal ein Problem. Die Minecraft-Suppe auch anfressen, die sie uns gerade gegeben haben. So. Ein riesiges Lava-Becken, ey. Krass. Ist unsichtbar. Als sie öfter uns sparen. Können wir hier noch drum gucken? Wir lieben Mana-Bonus, Idiot.
machen schon Damage, die, die Tempelwächter, muss man ihn mal lassen. Ein Minecrawler-Symbol und eine Spruchrolle. Minecrawler-Symbol anwenden. Noch orkische Zeichnungen. Können hier aber überhaupt wieder jumpen. Das ist machbar. Die sind zu hier, die Gitter. Ich will auch keinen Schalter zu geben, ich brauche mir eine Fackel. Scheinbar kein Schalter. Alles zu, deswegen ist es aktivieren, damit die aufgehen. Hm. Ich sagen, wir gehen jetzt aber mal. Jump hier mal entlang. Jo. Bin tot. Vielleicht auch nicht. Ich speichere mal extra. Auf Speichern, weil ich hier nichts traue. Ah, ich glaube, wir haben jetzt auch Schamanen gefunden. Ja, das ist ein komischer Schacht. Okay, es sind also die Gittern. Beide, okay, ja. Kommen wir so einfach wieder raus. Wäre bei dem anderen was anderes passiert. Ich traue mich nicht, den zu drehen, aber ich will es wissen. Ah, okay. Spawn da Dämonen. Tja, war unklug. Soll ich es deswegen laden? Ah ne, dafür geht aber die andere. Die andere beiden auf. Ja, dann lebe ich jetzt mit der Entscheidung. Ach man. Ein paar Freunde. Die kommen von durch die Schächte. Ja. Ist echt also da.
Ja, gut. Zu warten 20, 70 Lernpunkte, Alter. Not bad. So, warten wahrscheinlich noch näher, was drehen. Ah ne, mit Gegenfahrt wieder unten, ja. Ich muss kurz warten. So, sind wir aber trotzdem, wo es da hinten lang geht. Auf jeden Fall. Ich loot hier jetzt gar nicht mehr, Leute, weil für was? Ich kann jetzt einfach nur durch. Ich habe mich meistens Stunden auf, weil ich die Gegner loote. Und nichts mehr für uns Interessantes dabei haben. Bestimmt eh schon ein Herz. Also warum brauchen wir denn noch Minecrawler Platten? Platten Zeug. Klar, kommen wir hier lang. Okay, da kann man nicht lang laufen. Da kann man nicht lang laufen. Rutsch mal ab. Sieht halt echt so aus, könnte man hier lang laufen. Wo bin ich denn jetzt? Ich raff gar nichts mehr. Viel zu viele Abzweigungen. Was ist denn hier alles? Ist ja riesig. Ich sollte vielleicht erst da hinten abhaken, bevor ich mich hier in die Tiefe des Tempels bewege. Gucken wir mal an, wie wir da haben. Grüßt euch. Fand ich mich schon wieder geladen, ne? Dann spiel ich sie abgeschützt. So, dann bin ich wieder. Ich versuche nochmal mit der Untotenarmee. Haben wir noch 8 Rollen von. Hier wird es leider geschehen, was sagen. Den beiden. Angriff! Nein, ich muss die einen Leute angreifen. Jetzt ein paar stehen noch, zwei von, keine Ahnung, wie wir vorher waren. Hat es gebracht, ihn zu drehen? Ich hätte den Teil da rausgefahren, so war nicht da. Alles mit Sein in der Mitte ausgerichtet. Das ist Nummer 2. Also können wir damit wahrscheinlich die Brücke tatsächlich aufbauen. Jungs, wo seid ihr? Ja, die sind zu langsam. Keine Chance, müsst ihr nochmal beschwören. Ah.
vermute mal, dass du das einfach Heldenschneide. Auch hoch dabei, aber immer nicht besser als das Rahmenrecht. Die Dinge, die hauen bisher am meisten rein vom Gegner. Neben den Orkschamanen. Den Untoten. Also hier im Tempel tue jetzt bisher. Das ganze Spiel haben wir nie so viel gebraucht wie jetzt hier im Tempel, ey. Gurge ist jetzt alle weg. Sind wir jetzt endlich los und Tränke haben wir noch mal genug. Also wir sind fürs Gesamt auf jeden Fall ausgestattet. Das ist, glaube ich, die tot gejumpt oder ist noch aufgelöst und so weiter. Ist ja riesig hier, ey. Ich weiß, wir sind jetzt komplett woanders, ey. Vorne, die Toren sind auf, das habe ich mir gemerkt, keine Angst. Gehen wir dann auch bald hin. War der jetzt alleine? Einfach alles mögliche reinfressen. Wenn wir die 10 Lebensenergie weg haben, sind wir... passt es so. Und die mit wenig Leben. Energie, die weniger Lebensenergie bringen, wegessen. Dann müssen später eine Geschichte sagen. Also später gegen Endgame, was ja quasi schon fast sind, können wir dann die ganzen Tränke benutzen. Aber bis dahin müssen wir erstmal alles leer essen. Was so ganz wenig Leben bringt. Dauert natürlich ein bisschen länger, ich weiß, aber. Na, aber ist die Brücke nämlich komplett ausgefahren, wie ich mir gedacht habe. Ah, nee, ist eine andere. Die Brücke zum Blast, genau. Passt. Wir wieder zurückdackeln. Aber das geht ja schnell. Dann können wir da in die Mitte. Wird überhaupt schon weiterkommen, das weiß man ja nicht. Viele Dead Ends im Tempel, wo man zwar hin kann irgendwann, aber wo man erstmal mehrere Sachen erfüllen muss, dass sie halt aufgehen. Ne? Die Tore. Aber bisher echt das größte Nebel der Hauptwelt, kann man schon sagen, an Ortschaft. Ach, das ist ein Orkschaman, okay. Wie ist das bedeutet? Wir werden unsere Freunde wieder benutzen. Aber ich spawne jetzt nicht in der Lava. Wo sind sie? Zwei Knechte. So. Das Blut sagt ja schon anders aus. Okay. Ja gut. Ich glaube, das sind jetzt Skelette dran schuld. Weil die vorher angegriffen haben. Ich will jetzt gleich wieder. Den klatsch noch, das ist der Part auch schon wieder lang genug. Also, bis gleich. So, jetzt caste ich diesmal nicht die Dinge. Ich wollte es aber, weil ich weiß, dass Spikes rauskommen. Hä?
Wir kommen da gar nicht rein zu dem, wenn instant aufgespießt. Sieh mal einmal an. Tricky. Jetzt probier's nochmal. Mit der untoten Armee. Zu Ende ist dein langer Weg. Brennen soll deine sterbliche Hölle. Das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. Das wäre mir keine große Hilfe. Sonderbares Schwert. Ist über den Schwertern dabei? Bei verschiedenes. Wollte gut nur die Klingel. Vielleicht kannst du das diese Rune zimmern. Okay, Moin Skelett, das geht. Das sind ja 3 von 5, ne? Skelette, danke für Hilfe. Ich kann sich halber laufen, ich trotzdem hier einmal außen rum. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas ist. Nope. Nothing. Es fehlen hier nur noch 2 Orkschamanen, ne? Das ist ja knapp. Da unten habe ich gerade noch einen Minecrawler gesehen. Bla, wie man da runterkommt. Okay, hier waren wir auch noch nicht. Ach, okay. Die sollen wir wahrscheinlich auch gar nicht lang, wie man sieht. Könnt ihr an den Tank springen? Soll ich mal versuchen, wenn ich sterben? Okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Nämlich hier. Okay, ja, dann was hat, haben sich an der Wege ja wohl erledigt, ne? Ich glaube, es da jetzt noch Abzweigungen, ich weiß es nicht mehr. Hoffentlich geht's jetzt hier mal rein, da gucken wir mal rein. Trollfaust. Und Schränke. Okay, ich würde sagen, dann schauen wir mal kurz die Waffe noch an und dann trinken die Tränke, die wir da gerade bekommen. Da sind ein paar Permatränke dabei. Wenn wir hier ganz nach oben scrollen mit. Okay, wir haben eine mit 100 Schaden. Ach, komm, ich 5 Schaden mehr. Eine fette Zweihandaxt. Ich will irgendwie nicht mit der Kombi klarkommen. Ich komme mit 2 auf und ich bin irgendwie nicht klar, auch wenn ich gelernt habe. Aber wir haben genug Lernpunkte, wir können uns eigentlich trotzdem einfach zu lernen, zu lernen, Kampf und dann eine Stärke darauf füllen. Ich glaube, da würde es passen. Also danke fürs Zuschauen, im nächsten Part geht es dann hier weiter im Tempel. Bis dahin, macht's gut.